Die Idee, über das Lebenswerk des Wilfried Nelles zu sprechen, entstand zwischen Malte und mir, als es darum ging, wie ist es möglich, trotz eines Ausbildungskurses in Halle hier etwas beitragen zu können. Und das war das Ergebnis in einem längeren Telefonat. Und mir ist sofort aufgefallen, als alle so nach und nach hier reinkamen, das ist sozusagen lebendiger Teil deines Lebenswerkes, Wilfried. Und das ist überall so, ob nun hier in China oder in vielen anderen Ländern, wo du gerade warst, in China. Und Menschen, die deine 15 inzwischen, wenn ich richtig zähle, Bücher zu diesem Fach gelesen haben. Das letzte dürfte das 15. sein. Ich mag mich täuschen in vielen Sprachen. Und ich dachte so, ja, alle Menschen hinterlassen ein Lebenswerk. Und nicht allen Menschen ist es gegeben, so viele andere zu öffnen. Und zwar für ihre eigene Wahrheit. Ja? Und ich habe am Anfang, als ich anfing, von diesem Thema gepackt zu werden, das ist ja immer der Vorgang, ja? Das Thema kommt zu einem und packt einen dann und walkt einen durch. Und dachte, ja, wenn ich spreche dann über dein berufliches Lebenswerk und wenn ich über dein berufliches Lebenswerk spreche, dann muss ich über das Aufstellen sprechen, weil das ist das, was mir zugänglich ist. Du hast vorher auch andere Sachen gemacht, warst an der Universität in der geisteswissenschaftlichen Forschung, hast in der Körpertherapie gearbeitet und in der Aufstellungsarbeit und auch sonst geht es um die Wahrheit. Um das Wahrhaftige, um das, was erscheint und eintrifft und wirkt. Und dann ist in der Aufstellungsarbeit selber etwas aufgetaucht, das darüber hinaus weist. Und die Abzeichen dieser Haltung und dieser Entdeckung liegen hier. Und es geht mir aus meiner Sicht um das Zentrum, sozusagen den Nukleus deiner Arbeit, die Entdeckung des Bewusstseinsmodells, und zwar in Form einer Evolution. Ich hatte das, und ich sage ich in aller Bescheidenheit, noch nie gehört und nirgendwo gesehen, dass Bewusstsein einer Evolution folgt. Vergleichbar dem, was Darwin über die Entwicklung der Arten herausgefunden hat. Alle Lebewesen, die in einer bestimmten Umgebung so hineinpassen, dass sie ihr Fortpflanzungsalter erreichen, pflanzen sich fort. Wenn die Umgebung und die Zusammenhänge sich verändern, dann muss sozusagen, dann findet ein natürlicher Vorgang statt, wo nur noch die sich fortpflanzen können, über Millionen von Jahren, die passen. Und auf die Weise entstehen die Arten. Und auf die Weise sind auch wir als Art, als biologische Art entstanden. Und was wir hier sehen, ist immer nur ein Blitzlicht, weil man sich nicht vorstellen kann, du sprachst von der Zeit, wie viel Zeit so etwas braucht. Und deine Entdeckung des Bewusstseinsmodells hat für mich diese Form der natürlichen Entwicklung, wo sozusagen unsere innere Natur uns von einer Bewusstseinsstufe in die andere schiebt, überhaupt erst sichtbar gemacht. Und dabei kommen seltsame Sachen heraus. Wirklich sehr seltsame Sachen. Ja? Dass zum Beispiel, ich nenne nur einige, ich will mich dann darin ein bisschen bewegen, nur einige, wenn Evolution, dann ist das ein natürlicher Vorgang. Das heißt, die Entwicklung des Bewusstseins ist Natur. Was das Bewusstsein dann so macht, hat zumindest hier überhaupt nichts mehr mit Natur zu tun, sondern ist das Gegenteil. Und dazu geeignet, die Natur nachhaltig zu zerstören. Auf der anderen Seite ist ein Teil in all dem,
den du auch siehst und angesprochen hast, der sich überhaupt nicht verändert, der einfach immer weiterlebt. Ja. Wir haben, ich weiß nicht, ob es in Bayern oder in Köln war, in einem der Kongresse auf dem Weg zum Suppeessen miteinander gesprochen und du sagtest zu mir, ich weiß jetzt, was die Seele ist. Es ist die Innenseite des Lebens. Es war auf der Straße, vor dem Imbiss. Ich dachte, ja, ich habe mein ganzes Pfarrerleben mich mit der Seele beschäftigt und jetzt kommt dieser Mensch daher und sagt mir, was es ist und er trifft es. Das ist das, was da lebt, ja. So. Und wenn ich so spreche, dann liegt da vieles drin. Nur auf die Aufstellungsarbeit bezogen, es ist der Weg, wie es weitergehen kann. Mit dem Blick auf die Vergangenheit nicht einfach aufzuhören. Und ich muss es nochmal sagen, vieles an der Aufstellungsarbeit versucht, die Vergangenheit zu bewältigen. Und was hier passiert, hat mit Vergangenheitsbewältigung gar nichts mehr zu tun, sondern mit Gegenwärtigkeit. Das ist der Punkt. Und für mich ist das der Ausweg. In der Aufstellungsarbeit selber habe ich erlebt, ich mache das ja nun ein bisschen auch und bilde Menschen aus. Und es gibt da die Versuchung, immer wieder auf das zu tun, was einen von der Vergangenheit, auf das zu schauen, was einen von der Vergangenheit her belastet. Das Verhältnis zur Mutter, das Verhältnis zum Vater, zur Herkunft und was es auch immer ist, ja. Den Lebensintegrationsprozess, die Anwendung des Bewusstseinsmodells in der Aufstellungsarbeit interessiert das überhaupt nicht. Und ich persönlich empfinde das eine solche Wohltat, weil die Wahrheiten, in denen man bisher gelebt hat, sich öffnen für die Wahrheit des gegenwärtigen Moments. Und an der Stelle passiert was, das ich bisher so auch noch nicht gesehen habe. In das vollkommen vom christlichen Abendland geformte Bewusstsein für Therapie, für Erlösung und für das gute Leben kommt etwas, was wir nicht haben, aus dem Osten. Du warst nicht umsonst bei Osho. Und ohne dass du direkt von ihm Sachen übernommen hast, ich konnte es nicht finden, ist innerlich etwas gewachsen, so nehme ich das wahr, dass es möglich macht, aus dem es muss doch besser werden, es muss doch eine Lösung geben, herauszufinden und sich hier hinzustellen und zu sagen, es ist, wie es ist. Und ich lasse es so. Und vor allem, ich lasse mich so. Und ich lasse es wahr sein. Und an dem Punkt ist etwas in Gang gekommen, dessen Potenzial und Konsequenzen aus meiner Sicht noch gar nicht abzuschätzen sind. Was hier in dem Bewusstseinsmodell in die Welt gekommen ist, hat das Potenzial, die Landschaft der Therapie und Beratung vollkommen zu verändern. Und das Schöne daran ist, du hattest nie Lust, deine Arbeit zu sichern. Und das setzt Vertrauen voraus. Ja? Und das sichere Gefühl, diese Arbeit tut sich selber. Und so ist es gekommen. Ja. Es sind inzwischen 7 Institute, die diese Arbeit vertreten und lehren. Und hier in Europa und in China noch eins. Und es geht immer weiter. Und es gibt eine riesengroße Freiheit, einfach von dir her, sich auf eigene Weise mit diesem Modell zu beschäftigen, es zu verinnerlichen, zu schauen, was es einem gibt, wo sich was Neues öffnet, sodass das immer weiter wächst. Und ich gehe da mal ein bisschen weiter rein, was es mit der Wahrheit so auf sich hat. Als ich zum ersten Mal neben dir saß, es
könnten 15 Jahre her sein, ja, da war das ungefähr so. Es waren nicht ganz so viele Leute da und ich dachte von dort aus, ich saß da drüben, der wirkt wie mein Vater, ja, und dann saß ich hier neben dir und dann hattest du Augen, genau diese hellen Augen, die, mein Vater hatte andere und es fühlte sich gar nicht so an wie mein Vater. Und dann fingst du aber an, von jemandem zu erzählen, der im therapeutischen Sinne von dir eine geknallt kriegen wollte. Und mein Vater hatte mich viel geschlagen. Und der, dann der wollte richtig eine geknallt kriegen. Und das ist dann auch so geschehen und es hatte auch gemacht. Genau. Und es gab den gewünschten therapeutischen Effekt. Ja. Genau das Richtige. Und für mich waren das zwei Sachen. Es war eine Ungeheuerlichkeit. Wie kann jemand sowas machen? Ich sag's mal jetzt, damit die Leute das verstehen. Ich war in einem Seminar, das war noch bevor ich mit zur Familienaufstellung gearbeitet habe. Ich war Teilnehmer und die Therapeutin, die kam mit einem Klienten nicht weiter in der Arbeit. Und dann habe ich mich gemeldet, habe gesagt, ich habe eine Idee. Darf ich mal da was sagen? Und da sagt sie, ja, mach ruhig, ja. Und dann setze ich mich zunächst, um den besser wahrzunehmen, so vor den auf dem Boden. Der guckt mich an und er sagt, hau mir eine runter. Oder, nee, schlag mich, hat er gesagt. Und ich hab nicht eine Zehntelsekunde gezögert. Ja? Im nächsten Moment habe ich dem voll eine geknallt auf die Backe. Ja? Und das kam, ich habe mich selber wie in Zeitlupe behandeln sehen, so vom, aber volle Kanne, ja. Und dann war ein Moment Totenstille im Raum und dann fingen seine Tränen an zu laufen und dann sagte er Danke. Der Hintergrund war gewesen, dass er mit seinem Vater nie wirklichen Kontakt hatte, noch nicht mal körperlich, und dass er sich gewünscht hätte, der hätte ihn wenigstens mal geschlagen. Ne, hatte eine Vaterprojektion auf mich. Ich wusste aber von all dem nichts. Ich bin einfach dem Moment gefolgt. Und das ist der Punkt. Danke, Wilfried. Und ich habe mich eben hier hingesetzt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich als Fünfjähriger oft hatte, sag die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und noch einen Satz meines Vaters, die halbe Wahrheit ist die ganze Lüge. Und damit sitzt man dann als Kind völlig in der Tinte, ja? Und ich setzte mich hier neben dich, um noch einmal kurz nachzuerleben, wie war das damals, als mir vorkam, du seist mein Vater, ja? Das ist inzwischen verschwunden. Und danke für diese Geschichte, weil darin liegt für mich, ich merke es jetzt beim Sprechen, Wilfried, darin liegt für mich der gesamte Ansatz und das gesamte Verhältnis zu dem, was erscheint. Dass ich an deiner Arbeit so schätze und dass sich irgendwie in mich verpflanzt hat und viele tausend andere Leute auch. Ich folge dem, was in diesem Moment erscheint, ohne zu wissen, ob es richtig ist. Und ich folge ihm nicht nur halb, sondern ganz. Und ich schaue hin und in dem Moment geschieht eine Wahrheit, weil es einen trifft. Nicht nur wie die Hand, sondern das, was geschieht, und zwar beide. Und dann ist eine Wahrheit geboren und hat geblüht und gestrahlt und ist wieder gestorben. Und dann fällt mir jetzt der Satz ein über die Wahrheit. Ja. Die Wahrheit ist ein Geschehen. Und ein Geschehen kann man nicht haben und nicht besitzen. Ganz genau. Und jetzt geht's hier weiter. Für die meisten hier ist das Bewusstseinsmodell und was diese Zahlen bedeuten ja recht vertraut. Die 1 hier steht für die Zeit im Mutterleib. Und im Mutterleib ist alles wahr. Und es gibt keine Unterscheidung. Ich und die Umgebung sind eins. Es gibt nur einen einzigen Unterschied, es gibt zwei verschiedene Herzen, die da schlagen. Aber es ist ein und derselbe Blutkreislauf und alles, was die Mutter erlebt, erlebe ich auch. Hier ist alles wahr. Und ich bin wahr. So wie ich mich hier bilde und gleichzeitig gebildet werde, aus dem Stoff,
aus dem meine Mutter ist und aus dem Stoff, aus dem mein Vater ist und aus deren Geschichten und aus den Umständen, in denen die leben und aus dem, was in mir leben will, als Innenbild oder innere Vision. Ich werde hier gebildet und alles daran ist wahr. Wenn man sozusagen die Verkörperung von Wahrheit sehen will, dann hier. Kein Wunder, dass das neugeborene Kind im Christentum diese unglaubliche Stellung bekommen hat. Und wir unser ganzes Festjahr noch immer daran orientieren, wann dieses Kind geboren ist. Dummerweise wird es meistens wörtlich genommen, als ginge es um dieses eine Kind. Das geht es nicht. Es geht immer um das Kind hier im Mutterleib, wo alles wahr ist. Dem entspricht ein Leben, wo alles wahr ist, das wir auf der Erde kaum noch antreffen. Und in dem Moment, wenn wir es antreffen, hört es schon auf. Das Leben, was wir Menschen in unserer Frühzeit in der Steppe geführt haben oder im Urwald, wo alles belebt ist, so wie wir auch. Der Baum ist belebt, der Stein ist belebt, die Sonne ist belebt, die Pflanzen sind belebt, die Tiere sind belebt und wir auch. In allem lebt derselbe Geist. Alles ist wahr. Carl Gustav Jung, ich habe es hier schon einmal gesagt, aber ich sage es nochmal, weil ich diesen Anker so toll finde, war mal im Regenwald und hat dort mit einem Medizinmann gesprochen. Und die hatten die Gewohnheit, in diesem Dorf jeden Morgen auf einen Hügel zu gehen und zu singen, damit die Sonne aufgeht. Die lebten noch in diesem Status völlig in die Umgebung eingelassen. Und Carl Gustav Jung fragte: Warum macht ihr das? Und der Medizinmann verstand die Frage nicht. Hier bin ich die Sonne. Und die Sonne ist ich. Und ich kann nicht sein, ohne dass die Sonne aufgeht. Und ohne mich, ohne meinen Gesang, kann die Sonne nicht aufgehen. Und das ist dort die Wahrheit. Für Menschen aus unseren Gegenden ist es innerlich kaum nachvollziehbar, aber es findet so statt. Und hier wird für mich zum ersten Mal deutlich, dass Wahrheit überhaupt nichts Plastisches ist. Und wenn man innerlich in diesen damaligen Zustand zurückgeht, du sagtest ja, ich weiß nicht genau, wie alt bin ich wirklich, ja? Ich bin manchmal unter 0 Jahre alt. Vielleicht nur 3 Wochen nach der Empfängnis, vermute ich, weil ich kann in Zustände geraten, wo ich nichts mehr unterscheiden kann. Und das ist dort. Ja. Und wenn ich das anschaue, dann ist das hier für Menschen in diesen Lebensumständen die Wahrheit. Und eine andere gibt es nicht. Wenn eine andere Wahrheit kommt, wird sie nicht erkannt. Als die spanischen Konquistadoren mit ihren Schiffen in Südamerika anlandeten, haben die Menschen, die dort schon lebten, sie einfach nicht gesehen. Die haben das nicht mitbekommen. Also das kann man sich heute nicht vorstellen, wenn da ein Schiff kommt oder eine ganze Flotte, das kann man ja sehen, ne? Aber diese Menschen haben es nicht gesehen, weil es nicht in den Bereich ihrer Wahrheit gehörte. Die haben auch nicht verstanden, dass Pferd und Reiter zwei Wesen sind. Ein Tier mit 4 Beinen und ein Reiter, der drauf sitzt. Die haben das Gefühl gehabt, das sind Wesen aus einer anderen Welt. Und es war für sie wirklich wahr. Und es ist nicht etwa rückständig, sondern es ist ein Phänomen, wie etwas wahr ist. Und in Zeitlupe gesehen ist diese Wahrheit ganz langsam erschienen, weil sie hat eine Voraussetzung, eine Art von Leben, das sich selber wahrnehmen kann.
das es also möglich macht, zu sich und der Umgebung von der inneren Wahrnehmung her eine mindestens minimale Distanz zu schaffen. Giegerich hat vorgeschlagen, dass diese Distanz auf dem Wege der Jagd bei der Tätigkeit des Tötens entstanden ist. Ich töte das Tier, das ich essen werde. Ich atme weiter, ich blute nicht, ich kann es sehen. Das Tier blutet, es atmet nicht weiter und die Augen werden trübe. Diese Differenz zwischen Tod und Leben hat nach dem Entwurf von Wolfgang Giegerich nach und nach über viele 10.000 Jahre dazu geführt, dass die Menschen, die damals lebten, sich wahrzunehmen begannen. Das Phänomen Wahrheit hat eine Voraussetzung: jemand, der es wahrnimmt. Also eine winzige Differenz. Die Katze, von vielen als Zen-Meister der modernen Zeit wahrgenommen und bezeichnet, die nimmt sich nicht wahr, die vollzieht sich einfach. Die Biologen sagen, die leben in ihren Instinkten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich hatte eine Katze und ich hatte einen Hund. Die vollziehen sich immer unmittelbar im Moment. Und es gibt offensichtlich keine innere Instanz, die wahrnimmt, ich mache das. Bei uns Menschen ist das anders. Ganz im Frühstadium kaum zu bemerken, aber es ist anders. Und dann passiert was Merkwürdiges. Die Wahrheit von dort, aus dem symbiotischen Einheitsbewusstsein, wird obsolet, indem ich geboren werde. Dann bin ich nicht mehr drin. Die Wahrheit, es gibt keine Unterscheidung, stimmt nicht mehr. Es ist die erste große Enttäuschung, die wir alle überlebt haben. Sonst würden wir hier nicht sitzen. Wir sitzen hier nur, weil unsere erste Wahrheit untergegangen ist. Die erste Wahrheit, ich bin eingelassen und sicher, und es gibt keine Unterscheidung. Und mittels der Geburt, ohne die niemand von uns hier sitzen könnte, ist diese Wahrheit verloren gegangen. Und sie kommt nie wieder. Und wir können nichts machen. Wir können nur anfangen, und das machen alle, die ich bisher getroffen habe, ich einschließlich ebenfalls, uns danach zu sehnen, wie das damals war. Ja? Das ist das Paradies, wo auch immer es beschrieben wird. Und das Paradies ist immer eine Lüge. Hier ist es die Wahrheit. In allen anderen Zuständen ist das Paradies eine Lüge. Es findet einfach nicht statt. Es kann dem nahe kommen und man sucht es auch, aber es findet nicht statt. Hier ist die Wahrheit das, was meine Eltern oder meine Ersatzeltern mit mir tun. Hier kommt zum ersten Mal in das Verhältnis zur Wahrheit eine Instanz hinzu, die es dort nicht gab, die dort nicht wahrgenommen wurde. Hier beginnt Wahrheit, ein Verhältnis zur Macht zu gewinnen. Und die Macht liegt bei den Eltern, ohne dass die was dafür getan haben, außer ein Kind kriegen. Das Kind ist so vollständig emotional von den Eltern abhängig, dass es gar kein Gefühl hat, vor allem in den ersten Kindheitsjahren, für sich selber. Meine Wahrheit sehe ich in den Eltern und all den Menschen in meiner Umgebung, von denen ich abhängig bin. Und diese meine Wahrheit hat keinen anderen Kontext. Die ist also losgelöst. Die ist absolut. Das Phänomen der absoluten Wahrheit entsteht in der Kindheit, angesichts der Eltern. Wenn ich das auf die Gruppe übertrage, also auf das Kollektiv,
dann bringt ja jeder diese Erfahrung aus der Kindheit in die Gruppe, ins Team, in seine städtische Bevölkerung, in sein Dorf, in sein Land ein, in seine Religion, wo auch immer. Und dort entsteht das Gleiche. Jede Gruppe hat ihre absolute Wahrheit. Und wer dazugehören will, muss dieser Wahrheit folgen. Wer als Kind zu seiner Familie gehören will und das entspricht dem, ich überlebe, ich bin sicher, der muss der Wahrheit folgen, die dort regiert. Sonst geht er oder sie unter. Wer als Mitglied einer Gruppe, einer Religion, eines Landes, einer Nation, als Mitglied eines Dorfes oder eines Fanclubs der dort herrschenden Wahrheit nicht folgt, gehört nicht mehr dazu und ist ausgeschlossen. Man kann es im Abendland ganz gut sehen. Im Abendland heißt die absolute Wahrheit entweder Gott oder der liebe Gott. Im Morgenland heißt er Allah. Ganz früher hieß er Yahweh und verkörperte die absolute Wahrheit, an der sich das Weiterleben entscheidet. Und wer dazugehört, ist sicher. Wer ihr glaubt, ist sicher. Und wer ihr nicht glaubt, stirbt. Und hier bin ich darauf gestoßen, sicherlich nicht als Erster, bei der Frage, wozu brauchen wir überhaupt sowas wie Wahrheit, scheint es mir so zu sein, und ich bin mir aber nicht ganz sicher, Wilfried, deshalb benutze ich das Wort scheint es so zu sein, ja, dass es um Sicherheit geht. In dem Moment, wo ich abhängig bin, brauche ich die Sicherheit, dass das, was die Menschen, von denen ich so abhängig bin, tun, der Wahrheit entspricht, also dem, was tatsächlich geschieht. Wenn das nicht möglich ist, komme ich in Unsicherheit und komme innerlich in Lebensgefahr. Wenn mein Vater mir immer sagt, ich habe dich lieb und mir bei jeder Gelegenheit eine knallt, was ist wahr? Wenn meine Mutter immer mir sagt, du bist also das heiß ersehnte Lieblingskind und mir ansonsten bei jeder Gelegenheit klar macht, dass ich ihr viel zu viel bin, was ist wahr? Gesellschaften im Gruppenbewusstsein brauchen die absolute Wahrheit, um sich sicher zu fühlen und um einen Maßstab für Unterscheidung zu haben. Der gehört dazu, der nicht. Die ist eine Gläubige, die ist eine Ungläubige. Der geht sonntags in die Kirche, der nicht. Damit ist klar, wer dazugehört. Damit ist auch klar, wozu Unterscheidungen, gehöre ich dazu oder nicht, überhaupt nötig sind. Und welches dafür das Kriterium ist. Nämlich das Verhältnis zur absoluten Wahrheit der Gruppe. Im frühen Mittelalter war es das Todesurteil, wenn man exkommuniziert wurde. Man war dann vogelfrei und gehörte nirgendwo hin. Ja? Und noch kurz bevor Luther anfing zu wirken und noch lange danach war es, wie heute die Psychotherapie wirkt. Die Wirkung entstand, indem jemand zum Priester ging und seine Sünden beichtete und damit sozusagen wieder zur absoluten Wahrheit, zum Willen Gottes gehörte und deshalb weiterleben durfte. Und dann kommt die Absolution. Vielen Dank. Ja? So. Und hier dürfen Wahrheiten sich nicht verändern. Im Mutterleib und in den vielen 10.000 Jahren des kollektiven symbiotischen Eingelassenseins in die natürliche Umgebung, wächst man einfach mit dem, was ist, mit. Und das ist wahr.
Und wenn das Klima sich verändert, dann ist das wahr und wir wandern weiter, bis wir wieder was zum Leben finden. Ja? Und wenn das Wild ausstirbt, dann locken wir das Wild an mit Gräsern, die wir aussehen, und dann entsteht dabei aus Versehen die Landwirtschaft. Und wir bleiben dort, wo wir das ausgesät haben und lassen uns nieder. Und so entsteht das Gruppenbewusstsein. Und hier, es muss wahr bleiben, was mal war, war. Und wehe nicht. Ja? Und wenn ich darin bedroht werde, als Gruppe, dann gibt es Krieg. Also der Glaubenskrieg, ob es nun die Kreuzzüge waren oder der Dschihad oder was es auch immer ist. Es geht immer nur darum, eine als bedroht empfundene absolute Wahrheit zu verteidigen, damit man überleben kann. Es muss wahr sein, heißt hier, wenn es nicht wahr ist, sterben wir alle. Man kann es auch umdrehen. Wenn man eine solche Gruppe regieren will, erzeugt man Angst und macht die absolute Wahrheit ein bisschen, also hängt ein bisschen höher. Dann ist Gottes Wille nicht besonders durchlässig, sondern er wird immer schmaler. Auf die Weise entstehen Sekten oder Diktaturen. Die funktionieren innerlich nach demselben Muster. Ja. Und dann gibt es im persönlichen Leben einen großen Bruch. Etwas Entsetzliches passiert aus dem Kind. Und du warst so ein süßes Kind, singen die Ärzte, wird ein sexuelles Wesen. Ohne eigenes Zutun und mit einiger Verwirrung. Und das macht offensichtlich unsere Biologie, die will, dass das Leben weitergegeben werden kann. Und das klappt nicht so gut innerhalb der Familie. Um es ganz deutlich zu sagen, wenn man Glück hat, gibt es innerhalb der Familie keinen Sex für Kinder, sondern die werden dazu nach außen gehen und müssen deshalb die Wahrheit, die in ihrer Familie galt und die sie als absolut verinnerlicht haben, mit einer anderen Wahrheit ersetzen. Sonst können sie nicht rausgehen. Also das, was dort galt, darf nicht mehr wahr sein. Und damit haben wir die Überschrift für das Ich-Bewusstsein, Wilfried. Hier, es darf nicht wahr sein. Hier, es muss wahr sein. Und dort, alles ist wahr. Es darf nicht wahr sein. Ja? Und dann wird daraus der Kampf gegen alles Überkommene. Es darf nicht wahr sein. Wie das zu Hause zuging, was meine Eltern geglaubt haben, was die Kirche, in deinem Fall die katholische, in meinem Fall die evangelische Kirche, alles so wollte und nicht wollte und Gott will oder nicht. Meistens wollte er es nicht, vor allem wenn es um den Sex ging. Er war immer dagegen. Ja? Und das darf doch nicht wahr sein. Ja, aber genau, und das ist das Verrückte. Und hier ist etwas ganz Verdrehtes drin, ja? So etwas völlig Verdrehtes. Ich habe neulich eine Karikatur gesehen, wo Gott, als wie man ihn sich so vorstellte, als langhaariger und weißbärtiger alter Mann beim Psychotherapeuten auf der Couch sitzt, er will sich gar nicht hinlegen, und sagt, naja, ich habe da mal so einen Planeten besiedelt mit kleinen Wesen, die alle so aussehen wie ich. Die haben sich daneben benommen. Ich habe sie ersäuft. Fast alle. Und dann hatte ich mit einer von denen Sex, ein paar tausend Jahre später. Und da ist mein Sohn draus gekommen. Den habe ich dann umgebracht, damit sie mich lieben. Und das alles ist da drin, als absolute Wahrheit. Das, was hier für mich galt als Überlebenskriterium, ich muss in dieser Wahrheit sein. Und wenn man mit Menschen aus Sekten spricht, dann gehört das zum Sprachgebrauch.
er lebt in der Wahrheit oder er lebt nicht in der Wahrheit. Das heißt, er glaubt alles und vollzieht alles, was hier gilt, oder eben nicht. Ne? Und wer nicht in der Wahrheit lebt, ist praktisch ständig in Lebensgefahr. In unserer Gesellschaft ist das im kollektiven Sinne schon lange tot. Friedrich Nietzsche hat den Tod Gottes beklagt und hat damit klargemacht, dass die absolute Wahrheit im kollektiven Sinne und für einzelne Menschen nicht mehr funktioniert als Überlebenssicherung. Heimlich ist sie wieder da. Malte hat darüber ein wunderbares Buch geschrieben. Du hast es in deinem letzten Buch im Namen des Fortschritts auch gezeigt, sehr deutlich, alle beide. Und Malte ist da noch ganz viel weiter reingegangen. Das Absolute ist in uns hineingewandert, ohne dass wir es mitkriegen. Und dann entsteht ein seltsames Paradox. Hier sagt unser Inneres zu allem, was es antrifft, so ohne weiteres nehme ich das nicht. Ich werde alles bezweifeln, denn es darf nicht wahr sein. Eine Frucht dieser Haltung ist die Wissenschaft. Ja? Die lebt von der Frage, ist das wahr? Da gucken wir doch mal genau nach. Na gut, wir könnten es so gelten lassen. Und Wissenschaftler, die ein Gefühl für ihren Kontext haben, die wissen, es gibt nur Hypothesen, die mit genaueren Hypothesen ersetzt werden. Was anderes gibt es dort nicht. Ja? So. Und gleichzeitig sagt das Ich-Bewusstsein, meine Wahrheit ist die einzige. Wie Diktatoren das so machen. Das Ich-Bewusstsein macht uns alle zu einer Bande von Diktatoren, die mit der Mission, ihre Wahrheit in die Welt zu bringen, unterwegs sind. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn man sich das anschaut, die Menschen, die sich jetzt auf die Straße kleben, die riskieren buchstäblich ihre physische Gesundheit. Und ein Lkw-Fahrer muss nur durchdrehen, dann auch ihr Leben, für die Wahrheit, die für sie absolut richtig ist. Wir sind die Letzten und wenn wir die Welt nicht retten, geht sie unter. Sie wissen dabei nicht, dass diese Wahrheit schon viele Millionen Male in Menschen aufgetaucht ist. Sie wissen dabei auch nicht, dass sie zu kleinen Diktatoren werden. Das ist in Ordnung. Sie wissen auch nicht, dass es ganz andere Wahrheiten gibt, die für sich genommen, von innen her, genauso berechtigt sind. Eine andere Wahrheit als die eigene zu sehen und als wahr anzuerkennen, ist dem Ich-Bewusstsein prinzipiell nicht möglich. Und es spielt dabei keine Rolle, an welcher Stelle dieses merkwürdig verdrehte Verhältnis zur Wahrheit auftritt. Wir haben einen Kollegen und Freund namens Kuhn Alders, der mal einen wunderbaren, der ist ja heute nicht da, aber der kommt noch, irgendwann im Laufe der Woche, der hat einen Artikel über Fake News geschrieben, der mir immer wieder einfällt. Und Kuhn hat darin gezeigt, wie es kommt, dass es die Wahrheit im Sinne von jemand erzählt mir, wie es war und ich kann mich darauf verlassen, dass es genau so war, heute nicht mehr gibt. Weil in allen medialen Meldungen, also der Informationsquelle, wenn irgendwo in China ein Sack Reis umgefallen ist, dann kriege ich das über die Medien. Wo soll ich das sonst herkriegen? Ja? Früher hätte ich ein Jahr warten müssen, bis der Pilger wieder hier ist und er hätte mir erzählt, da ist ein Sack Reis umgefallen. Ja? Und ich kann nur darauf hoffen, dass der sich genau genug erinnert, dann weiß ich, der Sack Reis ist in Peking umgefallen und nicht in Shanghai. So. Heute kann ich dem Sack Reis beim Umfallen zugucken. Über Facebook oder Instagram oder was auch immer.
Ich kann aber nicht sicher sein, ob das wirklich ein Sack Reis ist, der da umfällt. Weil erstens kann jeder da alles Mögliche reintun. Es gibt keine Zeugen, außer die Kamera. Und zweitens ist die künstliche Intelligenz heute so weit, dass sie jedes einzelne Reiskorn mitsamt dem Geräusch des Fallens nachbilden kann. Die künstliche Intelligenz ist so weit, dass ich einen Videoanruf von meiner Tochter bekommen könnte, von ihrer Nummer, wo sie sagt, Papa, ich habe gerade Schwierigkeiten, kannst du mir mal Geld schicken? Und ich könnte mit ihr sprechen und sie wäre so geschult, dass ich es nicht merke. Ich habe neulich ein Video gesehen, Fake News, da hat jemand im Auftrag der Grünen dazu aufgerufen, alle zu verraten, die ihren Müll nicht ordentlich trennen. Es gäbe eine Es gäbe eine staatliche Stelle, wo man sozusagen im Dienste der sozialen Verbesserung die dann melden kann. Na? Das bedeutet, es gibt hier, da haben wir es, es war echt, genau. Ja, siehst du? Und jetzt, was ist jetzt noch wahr? Also die Suche nach der Wahrheit, die Sucherin oder der Sucher, ist ja die Grundfigur des Ich-Bewusstseins, verhindert, dass man sie findet. Und gleichzeitig muss ich das, was ich gefunden habe, absolut setzen. Denn ich erinnere an den Anfang, Wahrheit dient dazu, sich zu versichern. Also ein Gefühl dafür zu bekommen, bin ich gerade in Lebensgefahr oder nicht. Das ist aus meiner Sicht die Funktion von Wahrheit. Ja. Und hier wird alles immer undeutlicher. Und es fängt in der Körperlichkeit der einzelnen jungen Menschen an, es wird immer undeutlicher, bis dahin, dass es jetzt vom Geiste der Zeit das Angebot gibt, du kannst wählen, bist du ein Mann, bist du ein Fünftel Mann und vier Fünftel Frau oder was es auch immer ist. Und was dabei gar nicht gesehen wird, ist der Schmerz, der da drin lebt. Ja? Der darf nicht wahr sein. Und wenn man mit Menschen arbeitet, die an der Stelle sozusagen leiden, dann geht es immer nur darum, den Schmerz zu sehen und sie zu begleiten beim Kontakt zu diesem Schmerz und ihnen Raum zu geben, damit umzugehen, ohne sich selber unwiederbringlich verletzen zu lassen, körperlich. Und dann wird diese Wahrheit, ich bin ein Fünftel Mann und vier Fünftel Frau, die sich so absolut anfühlte, vielleicht wieder etwas flüssiger. Denn die Wahrheit, die hier lebt, ist so weit wie möglich von den Gegebenheiten, von der Natur entfernt. Sie hat überhaupt den Antrieb, sich von den Gegebenheiten und der Natur so weit wie möglich zu entfernen. Du hast es in deinem Buch ganz genau beschrieben. Und die Wahrheit hier führt ins Jenseits. Im christlichen Glauben ist das Jenseits ein Ort, den man bei genügend Wohlverhalten während des irdischen Lebens nach dem Tode betreten kann. Die Anderwelt. Und das Jenseits hat im ganz frühchristlichen Glauben zwei Ausgaben. Die eine ist ganz unterhaltsam, mit dem Verdacht, ein bisschen langweilig zu sein. Das ist dann der Himmel mit den Harfen. Und die andere ist sehr unterhaltsam, mit dem Verdacht, ziemlich weh zu tun, weil es heiß ist und man immer zu verkokelt wird. Aber man trifft dort die interessanteren Leute. Ja. So. Und wir haben unser Jenseits haben wir schon hergestellt. Unser Jenseits ist die digitale Welt. Das Virtuelle ist unser Jenseits. Und es geht darum, alle ins Jenseits zu befördern. Wenn man sich das anguckt, ja, in Krankenhäusern gibt es Berufsstände, die vier Fünftel ihrer Arbeitszeit mit Dokumentationen verbringen. Das heißt, mit Übersetzung des physisch Getanen in ein digitales Modell.
Facebook gehört jetzt zu Meta, du erwähnst es, ja. Also die Meta-Welt und das Leben soll dort stattfinden. Das ist das Angebot. Weil dann kann man zu Hause sitzen, man sollte sich immer mal dehnen, damit man nicht ganz in die Embryonalhaltung verfällt und lebt sein Leben ansonsten virtuell. Und es geht so weit, dass dabei auch das Tasten und das Riechen, was ich beim Fernsehen immer vermisst habe, ich finde, es müsste Geruchsfernseher geben, es gibt inzwischen welche, ja. So. Und dann ist man da voll drin. Man muss dann sich den entsprechenden Helm, Anzug und so aufsetzen. Und dann habe ich neulich mal jemandem zugeguckt, der spielte Indianer im Cockpit eines F-22-Jagdbombers. Und der Sessel bewegte sich mit, ne? Und man sah immer den Bildschirm, da kam einer und boah, und der schwitzte und schrie und war in Lebensgefahr und gewann oder verlor. Der war im Jenseits. Das heißt, die absolute Wahrheit, die hier in uns reinwandert und sich innerlich durchsetzt, ist virtuell. Also nicht real im Sinne des natürlich Gegebenen, sondern etwas Virtuelles. Und das, Wilfried, finde ich so abgefahren, dass die natürliche Evolution des Bewusstseins uns an einen Ort zu bringen scheint. Und da bin ich mir wieder nicht ganz sicher, aber es kommt mir wirklich so vor, wo wir sozusagen das Gegenteil unserer Natürlichkeit sind und versuchen, um des Überlebens willen, unsere Natürlichkeit abzuschaffen. So vollständig wie möglich. Ich habe schon von Babys gehört, die aus Stammzellen hergestellt sind und bis in einem bestimmten Stadium des embryonalen Wachstums am Leben gelassen werden. Und ich habe gedacht, was werden das für Menschen sein? Ich weiß nicht, ob ich alt genug werde in dieser Arbeit, um jemanden, der auf die Weise ins Leben gekommen ist, hier sitzen zu haben und, zu sehen innerlich, wie sich dieses Leben anfühlt. Ja. Es gibt immer wieder Filme, wo die künstliche Intelligenz, der Leuchter heißt Creator, glaube ich, Creator, und die Menschen, die natürlichen Menschen, sich gegenseitig bekämpfen. Und da wird die Schreckensvision sozusagen ausgebreitet, dass sich das Jenseits selbstständig gemacht hat und alles übernimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob das jemals real werden kann, aber noch haben wir einen unglaublichen Vorteil. Wir haben die Möglichkeit, die absolute virtuelle Wahrheit des Ich-Bewusstseins beim Kaputtgehen zu beobachten. Ja, denn offensichtlich setzt sich das Gegebene, ob es nun unsere Physis ist oder die Welt, in der wir leben oder unsere Beziehungen, noch immer so nachhaltig durch, dass diese Wahrheiten Risse bekommen. Und es ist auch klar, wenn das Absolute einmal einen Riss bekommt, dann ist es nicht mehr absolut. Das ist es doch. Wenn die Neurose einen Riss bekommt, hört sie auf. Sie kann immer noch mal versuchen, sich zu retten. Es geht nicht. Es ist ein Riss und durch den kommt das Licht. Und das Licht ist die Wahrnehmung. Überall dort die Wahrnehmung. Überall dort bin ich in der jeweiligen Wahrheit, ohne sie selber mitzubekommen. Ein Kind hat keinen Abstand zu seinen Emotionen und zu der Abhängigkeit von den Eltern. Im Mutterleib sowieso nicht. Ein Mensch im Ich-Bewusstsein, der auf Mission ist, in der absoluten Wahrheit, hat dazu keinen Abstand. Das heißt, er kann es nicht wahrnehmen. Damit Wahrheit zu einem kommen kann, braucht man eine Differenz. Das bedeutet, ich muss einen Kontext sehen. Der Kontext ist dasselbe wie die Differenz. Und ich muss hinschauen. Und ich kann nicht hinschauen. Wir haben am Anfang der Hauptstufe mal eine Übung gemacht, wo wir uns bis auf wenige Zentimeter nähern sollten. Und dann sollten wir den anderen erkennen. Es ging nicht. Und je weiter wir weggingen, umso mehr konnten wir erkennen. Ja? Und hier im Selbstbewusstsein geht es darum, dass in dem ganzen Trümmerhaufen, der nach einer Krise, einer Krankheit, einer zu Ende gegangenen Beziehung oder was es auch immer ist,
nicht wir selber umgekommen sind, sondern das, was wir bisher für die Wahrheit hielten. Und fangen an, Wahrheiten unterscheiden zu können. Gedankliche Wahrheiten, neurotische Wahrheiten, emotionale Wahrheiten, körperliche Wahrheiten. Also wir werden Zeugin und Zeuge dessen, was für uns einmal wahr gewesen ist. Und wenn es gut geht, kommt noch was ins Spiel, taucht hier etwas auf, das ist von all dem unberührt. Unsere Seele weiß die ganze Zeit, und das halte ich tatsächlich für wahr, was stimmt. Die lässt sich nicht betrügen. Unsere Seele weiß, dass wir von diesen Menschen abstammen. Unsere Seele weiß, dass wir die Geburt überlebt haben, dass wir die Kindheit überlebt haben. Die weiß, was wir da entwickelt haben in allem, was schwierig ist. Die weiß auch, dass die virtuellen Wahrheiten des Ich-Bewusstseins, ein anderes Wort dafür ist Neurose, dass die alle nur im Geiste leben. Unsere Seele weiß das alles. Und unsere Seele hat genau den schrägen Humor wie das Universum. Sie bringt uns immer wieder in Kontakt mit dem, was sich wie die damalige Wahrheit anfühlt. Sie triggert uns immer wieder. Und dann können wir anfangen mitzukriegen, bin ich das, der sich da gerade so schrecklich fühlt? Oder ist das der Fünfjährige, der ich mal war? Wessen Wahrheit stimmt hier? Bin ich das, der gerade so einsam und verlassen ist und verzweifelt, oder ist das der 17-Jährige, der zum x-ten Mal abgeblitzt ist und all sein Gitarrespielen hat ihm nicht geholfen? Bin ich das, der so voller Panik steckt, oder ist das meine Mutter als Flüchtlingskind? Dieses Modell der Evolution des Bewusstseins macht es möglich, dass jedes Bewusstsein seinen eigenen Zugang zu dem, was ist, hat und haben darf und dass Wahrheit mitwachsen darf. Und hier wird zum ersten Mal auf der 4 im Selbstbewusstsein etwas wahrgenommen. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Kind, das dort in der Angst aufgewachsen ist vielleicht, und dem Mann, der hier steht und das wahrnimmt. Und meine Seele wird so oft dafür sorgen, dass ich mit dieser Angst in Kontakt komme, bis es innerlich angekommen ist. Die Angst hat dort gelebt, hat mich mitgebildet, aber hier bin ich und es ist was anderes. Jetzt ist die Wahrheit was anderes. Und hier entsteht das, was du vorhin am Anfang erzählt hast. Ja? Ich folge dem, was ist. Hier fängt es an zu keimen. Im nächsten, in der 5, bekommt es seine ganze Ausprägung. Da kann man dann gar nichts anderes mehr machen. Und hier wird Wahrheit auf einmal gelöst von dem Zusammenhang Sicherheit und Wahrheit. Hier darf etwas wahr sein, selbst wenn es mich in Gefahr bringt. Die physische Gefahr eines Erdbebens, auf die werde ich immer wieder reagieren, indem ich auf die Straße laufe. Die erinnerte Gefahr, vielleicht von den Eltern verlassen oder nicht geliebt zu werden, die existiert hier nicht mehr. Das bedeutet auch, das Verhältnis von Wahrheit und Macht, wer die Macht hat, dessen Sicht auf die Dinge ist wahr, hört hier auf. Auf der 3 musste ich die Macht noch bekämpfen, wo auch immer ich sie meinte zu finden. Ja? Hier haben, wenn es gut ging, die meisten Menschen gegen das, was sie als Macht hatten, rebelliert. Macht kaputt, was euch kaputt macht, in der einen oder anderen Weise. Hier gibt es keine Macht mehr von außen, auf die ich sichernd reagieren müsste. Hier taucht zum ersten Mal auf, dass Wahrheit ein inneres Phänomen ist, kein äußeres. Hier wird deutlich, dass in mir was lebt,
das wahrer ist als alles vorher. Und dieses, was da lebt, ist ganz simpel, ist die Instanz, die sagt, ich bin da. Das ist übrigens das Einzige, was ich in diesem Moment wissen kann. Ich bin da. Punkt. Wenn man das zurückübersetzt ins Hebräische, ist das ungefähr der Gottesname, Yahweh. Ich bin, der ich sein werde, oder ich bin da. Und es geht nicht darum, dass hier etwas Göttliches darin lebt, sondern das ist wahr. Ich bin da. Und alles andere kann ich wahrnehmen oder nicht. Und wenn ich noch eins weitergehe, wird auch das wieder überholt. Hier ist es vorbei mit der Zeugenschaft. Hier ist die Wahrheit und das, was ich bin, ein und dasselbe. Riskanter geht es nicht. Ich bin das, was meine Wahrheit von mir verlangt. Und ich setze das in die Welt. Als Gemälde, als Aufstellung, als Buch, als gekehrte Straße, als was es auch immer. Es gibt kein bisschen Unterschied mehr zwischen dem, was in mir lebt und in mir wahr ist, und dem, was von mir ausgeht. Und ich weiß nicht, ob das, was durch mich in die Welt kommt und was ich als wahr ansehe, ob das wirklich stimmt. Diesen Maßstab gibt es nicht mehr. Wer soll das bestimmen? Die anderen? Die anderen können sagen, der hat aber eine große Klappe. Oder die sagen, der ist doch ein Scharlatan. Oder die sagen, es ist ein Guru, unser Held. Oder sie kennen einen schon länger und sagen, ja, kann man so machen. Oder sie werden davon getroffen. Und dann wird die Wahrheit, die sich durch mich ausdrücken will, die ist nämlich größer als ich, zu einem Instrument, das andere Menschen für Wahrheit öffnet, und zwar für ihre Wahrheit. Das ist das, was du tust, Wilfried. Du hast dich zu einem Instrument werden lassen, der Wahrheit, die durch dich einfach nach außen kommt. Und das hilft andere Menschen, sich zu öffnen für ihre eigene Wahrheit. Und die darf so unterschiedlich bleiben. Ja. Und lebt einfach und lebt weiter. Und vielleicht sind wir hier bei dem Kern deines Lebenswerkes. Du hast dich einfach in den Dienst der Wahrheit gestellt, und zwar deiner Wahrheit. Und du glaubst gar nicht, was das für eine Erlaubnis bedeutet. Für mich damals war das so. Ja. Ich habe gesehen, dieser Mensch, der folgt sich selber. Das habe ich vorher noch nie so wahrgenommen. Und zwar ohne irgendwen zu bekämpfen, sondern einfach so. Das ist so eine Erlaubnis, so zu sein, wie man sich vorfindet und dem, was innerlich lebt und nach außen will, ob durch Sprache, durch Tat, durch Handwerk, was auch immer, dem einfach zu folgen. Danke. Ja, danke. Und es geht noch weiter. Hier ist wieder alles wahr, im Alter, im sehenden Einheitsbewusstsein. Ja. Während dort auf der 5 im wissenden Geistbewusstsein klar ist, ich weiß, und zwar nicht im intellektuellen Sinne, sondern es geschieht durch mich und ich erkenne es an, ich nehme es wahr und erlaube ihm, durch mich in die Welt zu kommen. Dieser Vorgang ist Wissen. Der ist viel umfassender als das, was man in der Schule so sich aneignet. Und hier geht es ums Sehen. Ich sehe das alles. Und es darf alles wahr sein. Es darf wahr sein, wie die Welt ist. Es darf wahr sein, wie ich bin. Und es darf wahr sein, wie die anderen sind. Und im Gegensatz zu dem im Mutterleib kann ich das alles unterscheiden. Aber es darf alles gleich wahr sein. Gleichgültig sein. Ja. Und ich sehe das bei dir und ich sehe dich so arbeiten. Das ist manchmal, das ist schön zu sehen. Und wenn jemand gerade sich hier so aufhält, ja, und dann sagt dort jemand, ja,
hast recht. Und dann kommt er mit dem entgegengesetzten Ding und dann sagt jemand von dort, ja, das stimmt. Für jemanden von hier aus ist die Arbeit von der 6 aus die reine Zumutung und gleichzeitig wunderbar, weil es innerlich öffnet. Hier gibt es nichts mehr zu tun. Es gibt nur noch zu sehen. Und es gibt auch nicht mehr viel zu sagen. Nur noch das, was wahr ist. Und alles andere spielt keine Rolle mehr. Ich schaue mal auf die Uhr. Ich muss zum Ende kommen. Und das ist hier. Ich hatte gesagt, jede Wahrheit in jeder einzelnen Bewusstseinsstufe wird von der nächsten auf eine bestimmte Art für ungültig erklärt. Oder so aufgenommen, dass sie nicht mehr einfach so gilt. Wir können nicht zurück in unser Kinderzimmer und wieder 5 sein. Wir können auch nicht zurück in die alten Jeans und in löchrigen Parka und uns toll fühlen. Wir können auch nicht mal zurück in das bloße Zeugen sein oder in das Ich lasse durch mich in die Welt kommen, sondern wir können gar nicht zurück. Hier geht es dahin, alles ist wahr und nichts ist wahr. Und es stimmt beides. Und unsere Seele will, dass wir alle, alles, was bei uns mal wahr gewesen ist, hier beisammen haben. Dann werden wir versammelt zu denen, die vor uns da waren. Ja. Ich habe keine Ahnung, wann das sein wird, Wilfried. Heute Morgen am Frühstückstisch haben wir gesagt, naja, also ich muss noch 16 Jahre kauen, bis ich so alt bin wie du. Und du hast gesagt, ich will aber auch noch 16 Jahre kauen. Das finde ich wunderbar. So. Ich möchte noch einen Satz sagen zu dem sich selber folgen, Wilfried. Ich finde, man kann das nicht hoch genug schätzen. Und es ist das Einzige, was es an dieser Stelle tatsächlich gibt. Wenn es um Wahrheit geht, dann kann es nur um die Wahrheit gehen, die sich durch mich verkörpert. Eine andere habe ich nicht. Und dann geht es nicht mehr um Sicherheit, sondern um das Leben, was in mir ist und sich verkörpert. Da geht es nicht darum, ist das richtig? Das ist ja eine Frage der Sicherheit. Da geht es auch nicht. Hat da nicht mal jemand gesagt, in dessen Dienst du mal warst, ich bin die Wahrheit und das Leben? Ja, hat er gesagt. Das ist und genau das Licht. Das ist genau das, was du gerade sagst. Ja, ich bin halt immer noch Pfarrer. Dass du jetzt sagst, das gilt für jeden. Das gilt für jeden. Das ist schon lange meine Vermutung und diese Vermutung könnte auch dazu beigetragen haben, dass ich nicht mehr im kirchlichen Dienst arbeite. Es geht nicht darum, dass das nur einer macht, sondern es geht darum, dass es sozusagen der Vorgang des Lebens und inneren Reifens überhaupt ist. Ich bin meine Wahrheit und ich bin mein Licht und ich bin mein Leben. Und das ist Demut, weil ich nichts anderes mehr will. Sondern das. Wilfried, danke für die Ehre und die Gelegenheit, hier zur Wahrheit in deinem Lebenswerk sprechen zu dürfen. Ich danke dir und ich folge meiner Wahrheit und ich scheue mich, wenn du deiner folgst. Dankeschön. Dankeschön.